Servus und herzlich willkommen, weiter geht's mit Saints Row, Get Out of Hell. Und der liebe Manuel hat mir gerade gesagt, dass wir einfach schon 35% von diesem Spiel geschafft haben. Was ist hier los? Da steht einfach, auf der Hülle steht einfach, ja, innerhalb von 2 Stunden durchgespielt. Vielen Dank für Ihr Spielvergnügen. So, was ist da los? I'm not into Shakespeare's whole creepy mask thing. Reminds me too much of that sex party. Vor allem, wir sind einfach. Ich habe einfach so den Scherz gemacht, yo, 20% und so. Boom. Und dann sind es einfach schon 35. Was ist da los? Oh. Das ist viel zu crazy. I don't know what it is, but overthrowing the government always makes me want to have some scratch. Wir müssen uns wieder auswählen. Dann haben wir halt nach dieser Folge dann ungefähr 60%. Das passt dann auch. Was nehmen wir denn? Pflichten. Was hört sich denn gut an? Rüste dich aus. Das, haben wir das jetzt alles schon gemacht? Nee, die Loyalität müssen wir nochmal. Also da kannst du dann halt, glaube ich, nochmal zu denen hingehen. Ach so, okay. Aber rüste dich aus, hört sich eigentlich gut an. Dann können wir mal eine Kaufe krasse oder verbessere Waffe kaufen, eine ne? Waffe. Begib dich zum Automaten. Check out the vending machine near the Ultor building. Wo ist denn hier ein Automat? Special vending machine? Ach, hier raus. No. Have you bought stuff from a store already? Probably. But I would be remiss as your guide if I didn't show you the basics. 200 Meter, da können wir hinfliegen auf jeden Fall. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, einfach so ein Automaten. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so eine richtige Mission oder so, sondern einfach nur so ein kleines Gadget quasi. Schauen wir mal. So, das mit der Ausdauer ist noch so eine Sache. Ich stehe jetzt hier an so einem Automaten. Kaufe eine Waffe oder Verbesserung. Ja. Waffen kaufen, verbessern. Geil. Was mache ich denn? So, was können wir verbessern denn? Die mal. Alter, krass. Du kaufst dir einfach so eine Diamantenstachel. Hä, wofür? Wo, was? Du hast nicht was, genug Löhne. Scheiße. Ich bin, pass auf, ich bin auf Waffen kaufen, / verbessern gegangen. Und dann hast du ja rechts unten habe ich die MPS. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Warte, ich geh mal gucken. Unten rechts. Genau, ja, wenn die du dann ich. Da drauf klickst, dann kannst du die rechts zu so einer Cash-Gold-Waffe verbessern. Aber das kostet 100.000 und ich habe nur 44.000 leider. Ach, das yo, ist einfach so eine richtige Rich Boy. Yo. Ich bin der heftigste Dude der Welt. Diese Waffe feuert Diamanten mit unglaublich hoher Feuerrate. Opfer werden dadurch in Reichtum geduscht. Das ist geil. Ich baue die mal um in Exodus, weil das andere können wir uns nicht leisten. Übernehmen. Boah, Magazingröße. Klar, kaufen wir uns. Mehr Schaden kaufen wir uns auch. 1000 Stiche. Schwarmbewusstsein. Insekten, die ihr Ziel töten, kehren als Bonusmunition zur Waffe zurück. Alter. Was ist hier los? Man kann hier einfach alles machen. Okay, ich habe mega viel Geld jetzt ausgegeben. Scheißegal. So. Laden verlassen. Alter. Verlassen. Übernehmen. Hell keeps getting better. Geil, jetzt schieße ich einfach so Insekten. Ja. Guck dir das an. Ich schieß einfach. Warte. Ich schieß einfach so scheiß Insekten. You gotta try harder than that. Ist das geil, Alter. Bam, 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 bam. Hey, komm runter. Okay. Boah, danke, Mann. Ich will schon fast ausrasten. Das ist so geil. So, nächste Aufgabe, oder was? Ich schau nochmal rein. Ja, Pflichten. Ja, sollen wir jetzt unsere Loyalität zeigen bei den Dudes? Oder wollen wir kurz den Ort zum Ausruhen holen und dann, weil da kriegen wir auch eine Waffe für, und dann können wir unsere Loyalität. Mach eine Pause. Wo hast du das? Ah ja, da. Stimmt. Finde einen bequemen Ort zum Ausruhen. Geil. Congratulations, ja, gut, dann mal los, ne? Wo müssen wir hin? You're really growing as a person. It's exhausting. Bei mir, you deserve genau. It. I don't take so much. Could you make an exception for an armchair with guns? Yes. Jawohl. Yes, I could. Was sind das überhaupt für abgespacete Zeichen hier überall in der Luft?
Super crazy. Ist man eigentlich schneller, wenn man rennt? Hey Junge, ich schieß Insekten auf dich. Du musst sterben. Geil. Who's tough now? Okay. Oha, ich werde hier richtig hart angefristet von allen. Ich werde auch überall angegriffen, von allen Ecken. Warum? Ja, was haben wir denn getan? Junge, ich habe eine Insektenwaffe. Geh sterben. Los. Heißer 20er. Na, oh, das war knapp. Okay, ist wieder so eine Faustaufgabe. Okay, du bist 400 Meter vor mir. There's gotta be a power that can activate this thing. So, ich bin mal gespannt, was... Da hinten sieht's aus wie abgesperrtes Gebiet. Okay. Also das ist, glaube ich, schlauer, wenn wir... Ja, das ist abgesperrtes Gebiet. Okay, das war knapp mit meiner Ausdauer. Ich warte einfach hier oben auf dich. Wie weit ist es denn? Ich guck mal auf die Karte. Ah, okay, ich bin quasi gleich da. Ziel des Partners. Einfach fliegen. Einfach fliegen, fliegen, fliegen. Ah, da bist du ja. Nice. Alright, the chair should be nearby. Check out the rooftops. Check out the rooftops. Alles klar. Hier müssen wir jetzt irgendwo einen Sessel finden. Sessel. Suche in den Slums einer Stelle zur Erholung. Geil. Ich glaube aber, den Dächern ist das nicht so gut. Hallo, Herr Sessel. Warum? Ist ja auch sehr untypisch. Hä, was wird da angezeigt? Hast du es eben auf der Map gesehen? Nee. Da wird bei mir irgendwas komisches angezeigt. Okay, wir haben uns ein bisschen entfernt von dem auf dem markierten Kram da. Ja. Ist immer so, ist es einfach dieses blaue Ding hier oder was? Nee. Ey. Ah, hier. Warte, vielleicht hier, drin hier können wir irgendwo runter. Hier, guck mal, hier können wir runter. Ja, was ist das, Alter? Madame Zo's Orientation Guide Chapter 5. On Hoarding Sins. Some of the more frugal of the damned take all their worldly possessions with them when they travel. Fearful of leaving things behind where they can be taken. Das ist wieder so richtig komisch. I've made it incredibly easy for you to spot those individuals. Oh, Mann. So you may mug them and capture the sins for yourself. Mann, das ist wieder so richtig komisch, wo man nicht weiß, wo man hin soll. Ich will nur einen Sessel. Hallo, Herr Sessel. Suche in den Slums. Wir sind... Jo, hier ist so ein komisches Fahrzeug. Boah. Ich schieße einfach mit meiner Insektenkanone drauf. Bringt irgendwie nicht so viel. Kommen wir da nicht rein? Boah, du hast mich übel versteinert. This reminds me of that one time I killed a lot of people. Ich versuch's nochmal auf dem Dach. Jo, er lässt mich einfach mit dem dicken Panzer alleine. Nein! Ich hab den Sessel gefunden. Jawohl! Okay, wie kann ich dich wiederbeleben? Mit E. Ja, ich nehme dich einfach so hoch. Dann lass kurz aufs Dach gehen. Okay, ich hab irgendwo wo so. Wo war der Sessel? Was sind das für Dudes? Einfach mal kurz hochspringen. Hier steht ein Fernseher und hier ist einfach der Sessel. Na, oh, yo! So steht einfach nur ein so ein Sessel. Und du setzt dich einfach in mich rein. Ist das crazy. Waffe Sesselkalypse freigeschaltet. Alter. Ja! Guck, ich bin... Jo! Ist das behindert? Ist das behindert? Junge! Sitzt einfach in diesem Sessel. Mit Maschinengewehren. Jo! Das ist auf jeden Fall das Thumbnail, Junge. Schau mich mal schnell an. Du musst mich angucken. You know, he may be the Prince of Darkness, but he picked up some great stationery for the invitation. Hey, Leute. Digga, Muscle, ne? Können wir... Ah, nee, man kann nicht damit springen, leider. Schade. Okay, jetzt bin ich aufgestanden. Okay, jetzt bin ich wieder im Sessel. Was? Warum?
Ist das behindert? Kann. Ja, das ist eine Waffe, die kann da ich, kann ich runterspringen kann. Auch damit? Yo, das ist echt eine Waffe, die kannst. Können wir sprinten damit? Boah, jetzt können wir das Ding hier auseinandernehmen. Oh yeah. Boom! Das Mondfahrzeug getötet. Jungs, ihr habt ihr auf uns geschossen, seid ihr euch sicher? I can do this all night. Jungs. Wir sind in einem Sessel, ne? Verpiss euch. Habt ihr euch das gut überlegt? So, sollen wir jetzt nochmal hier Loyalität nochmal bei jemanden? I will fucking end you. Somehow ja, I doubt the people down here respect safe words. So, ich glaube, wir Blatt fahren hier so einfach in mit hier. Diesen Sesseln auf der Straße. Alter, Digga. Ich stampfe einfach mit diesem Sessel, weg. Ey, ich bin mit diesem Sessel so hoch und dann so boom wieder runter. Richtig gut. So, nächste Aufgabe. Vlad ist in der Nähe, sagst du? Ich glaube, Vlad ist in der Nähe. Dann wähle ich den einfach mal aus. 690 Meter. Perfekt. Ich würde sagen, ich gehe mal raus aus meinem Sessel. Ich erhebe mich mal. Und dann geht's ab. Die 600 Meter, die können wir eben dahin fliegen. Easy. So wie immer, ne? Aber ist der da oben in diesem Haus? Ja, der war bei dem Haus eben, jetzt ist er da oben wieder am Chillen. This is bad for my OCD. Ja, ich hab's geschafft. Aufs Haus. Erst kurz chillen. Bisschen chillen. Ja, bisschen Ausdauer, ne? Du kennst es ja. Hier auf der Klimaanlage, so sieht das aus. Einfach in der Hölle eine Klimaanlage, stell mal vor. So. Hier, das nehmen wir noch mit, hier den Punkt. Ich weiß auch echt nicht, was das alles zu bedeuten hat hier, dieser ganzen Sachen. Müssen wir irgendwie innen rein? Ich glaube, wir müssen nach oben. Hier ist so ein Buch. Ja. When I arrived to hell, my reputation preceded. Okay, bist du irgendwie da schon and Satan was quick to court my. Ich bin fast oben. He promised me a new body. Ja, bin da. A fiefdom and a castle. I demand retribution for the violation of my home. Spring einfach an der Wand hier rum wie so ein. Scour the slums for those responsible. And ferreted out Satan's enemies. But all of my loyalty meant nothing when I committed the unforgivable sin of failure. Begib dich zum. Was? Hast du jetzt? Ja, hallo, hier bin ich. Auch. Und jetzt müssen wir wieder da hinten hin. Geile Aufgabe. Und flieg. Boah, wie schön wir zusammen aussehen, wenn wir so fliegen. Ja, ne? Als hätten wir es als hätten wir unser Leben lang nichts anderes getan. Ah, ich glaube, ich bin drauf. Ah, da ist. So, bestätige. Ja. Okay, nice. Und jetzt? Fighten. Was willst du, abgemagerter Hungerhaken, denn? Nice, Alter, alles explodiert einfach. Silvester Yo. Am Start in der Hölle. Ich habe jetzt zwar nicht verstanden, was wir machen müssen, aber es sah aus, als würde alles explodieren. Wir müssen bestimmt irgendjemanden. Dante said that the deepest circle of hell is reserved for the traits. So Lappen. And as such, it should come as no surprise that Troy Bradshaw found himself in the depths of hell. Ja, was müssen wir machen? However, in the case of Mr. Bradshaw, Legal Lee was confident that he could find a way to gain the system. Ah, wir müssen älter werden. After all, Troy betrayed the Saints because of his obligations to the Stillwater PD. And later, Troy turned his back on his fellow policeman because of a sense of obligation he had to the Saints. He was a man conflicted, so Autos and so. While the road to hell is paved with good intentions, ultimately, even in perdition, it would be cruel to punish a man for eternity for Alter, doing what they sincerely believe to be the right thing. Wir müssen das in 3 Minuten irgendwie schaffen. Ist das behindert? Yo! Ich bin grad... Oh, yo, pass auf, ich bin jetzt grad... Ich bin 72.000 Jahre alt gerade. Yo! Krass, yo. Geil, Alter. Alter. Okay, hier kommt ein Auto. Feuerbonus. Noch?
Noch ein Auto. Oh, boom, 21.000. 27, 30.000. 99.000 jetzt. So. Nice. Okay, ist ja perfekt. Alter, man fliegt so behindert durch die Gegend. Als ob jetzt 600.000 Jahre. Ja, wir haben jetzt mit Dings haben wir Bronze geschafft quasi. Und je besser wir das quasi abschließen, je behinderter wir sind quasi. Ich brauche mehr Autos. Da hinten kommt so ein Fetter. Ja, ab da rein. Yo, krass. Oh, 85.000. 115.000. 127. 190.000, yo. 130 hatte ich jetzt gerade. Alter. Ja, komm, da kriegen wir doch Gold locker hin, ne? Ist das crazy, das behindert. Warum? Krass. Du fliegst einfach nur so rum wie so ein kompletter Mongo und kriegst dafür einfach Punkte. Wo sind mehr Autos? Nein, ich warte auf Autos. Da, genau. Hier ist noch ein Taxi. Du musst weiterfahren, Taxi, nicht stehen bleiben. Nein. Oh, eine Kombo. Ah, jetzt läuft nicht mehr so gut. Aber wir haben noch eine Minute Zeit. Mann. Hier ist noch eins. Boom. Ja. Jawohl, jetzt geht's wieder ab. Hier kommen die nächsten Karren. Bam. Da kommt wieder so ein Abschlepper. Nice, 115. 130. 146. Ja. Boom, 170. Jawohl, jetzt. Yo. 190. Noch ein Auto. Wo ist ein Auto? Nein. 202.000. Krass. Jawohl. Okay, nochmal so einen und dann haben wir's. Da hinten kommen viele. Ja. Boom, Auto. Komm. Boom. Yo. Yo. Wie alles einfach so hart explodiert, ey. Ist das heftig? Okay, da hinten kommen meine nächsten Boys. Oh, es wird 18 Sekunden, eng. Scheiße. Schneller. Yo. 40.000. Boom. Okay. Ah, dann 40. Nein! Ja, ich hab 42.000 am Start. Ich hab 60.000. Oh nein! Und? Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran, warte. Jawohl, wenn ich fertig bin, dann ist auf jeden Fall. Hab jetzt... Jawohl! easy, ne? Krass! Alter! Was läuft das jetzt eigentlich noch weiter? Was ist mit dieser Bestrafung da? Warum läuft das runter? Auch. Okay, so, jetzt sind wir durch. Jetzt. Folterbetrug geschafft. Alles klar, Leute. Wir sind einfach 1,3 Millionen Jahre alt geworden jetzt gerade. Ist das crazy? Löhne? Nur 3.000? Für 1,3 Millionen Jahre? Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Das ist ja wirklich Sau mega Billo, billig. Ey. Die Bezahlung, da müssen wir einfach nochmal drüber reden mit den Spielemachern. Ja, sehr geil. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge holen wir uns dann die Loyalität von den ganzen anderen Dudes, oder? Mega geil. Ich weiß gar nicht, wo hast du nachgeschaut, wo es ist mit... wo ist das... Ich habe einfach gespeichert. Dann speichere ich. Versuche ich das auch mal. Spielspeicher. Ja. Neuer Spielstand. Jetzt kommt 36% so jetzt. Was? Wir haben in der Folge einfach 1% gemacht? Ist das geil. Ja, war auf jeden Fall ziemlich geil. Ich finde es mega lustig. Ich hoffe, euch gefällt das auch allen. Das war jetzt die dritte Folge. Wir schauen jetzt mal, wie das Ganze angekommen ist. Und dann werden wir wahrscheinlich in ein paar Tagen wieder aufnehmen. Und da gibt es dann die nächste Folge dann wieder bei Manuel auf dem Kanal. Das war's für heute. Macht's gut, noch einen schönen Tag. Hast du noch irgendwas anzufügen, lieber Manuel? Hast du Spaß gehabt? Ja, tschüss. Ich hatte richtig viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir das auch immer weiterspielen werden. Das bockt echt mega. Macht's gut, Leute. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.